ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Es ist wahrlich kein sanfter Einstieg in die neue Bundesregierung in Zeiten der Pandemie. Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen. Und auf dem Tisch liegt wieder das Thema Corona. Gerade eine Woche alt sind die letzten Bund-Länder-Beschlüsse. Dennoch brennt vielen die Frage auf den Nägeln, ob das reichen wird, um die vierte Welle einzudämmen.